Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier weiter und haben uns hier weiter durchgeforstet, beziehungsweise haben uns weiterhin erkundet, das Polizeirevier. Waren beim letzten Mal im linken Flügel oben unterwegs, wie ihr seht. Und genau, wir haben eine Karte gefunden. Und wir haben von den Stars-Membern mitbekommen, dass die gar nicht hier sind. Ne? Die sind in Europa. Deswegen ist jetzt die oberste Devise eigentlich... Dem Empfang gibt es ein Büro. Eigentlich hier raus. Aber wir wollen halt uns noch mal ein bisschen umgucken hier, ne? Was hier überhaupt passiert ist und so. Würde ich mal sagen, das hier ist auch komplett ein neuer Bereich. Warum habe ich denn das eine Kraut mitgenommen, ich Idiot? Ja gut, okay. Egal. Nichts Verdächtiges. Genau, das hier ist ein neuer Bereich. Würde ich sagen. Da steht 28. September, Nachtschicht, George Scott. Hey, das passt sogar fast. Wir haben heute den 4. September. Ja, es ist ähnliche Jahreszeit gerade. Guck mal, Leon, da ist Blut auf dem Boden. Höchst ungemütlich. Okay, was haben wir hier? Da drin sieht nicht sehr nützlich aus. Wirklich nicht? Nein. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier in die Tür. Es geht immer weiter hier. Wir erkunden weiter dieses Polizeirevier. Okay. Weitere Zombies. Ach du Kacke! So, dann hau mal ab, du Bullen-Zombie. So. Der ist auch nicht tot. Jetzt ist er tot. Oder? Nee, noch nicht mal, oder? Doch. Okay, Mist. Da ist... Ich weiß nicht. Nee. Da ist er. Okay, da. Und schieß drauf. Da ist noch eine Frau da hinten. Bams. Sehr schön. Was steht hier? Ah, nix. Okay. Geh zurück. Diese Sounds hier, ey. Die sind einfach so genial. Echt. Ah, schieß. Nicht nachladen. So. So. Wunderbar. Alter. Ist die nah dran? Boah, ist die nah dran. Verdammte Kacke, ey. Aber... Ey, die sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich kein Zombie wäre, ey. Die sehe gar nicht mal so schlecht aus. Ah. Und die geht sterben. Sehr gut. Alles klar, dann haben wir diesen Bereich auch gereinigt von den Zombies. Was ist denn das hier alles? Kommen hier wieder Hände raus? Beim letzten Mal war ja ein Schocker dabei. Da kamen auf immer Hände aus dem Fenster. Ah, die ist verschlossen. Unter dem Schlüsselloch ist ein Karo eingraviert. Wir haben wirklich alle Spielkartensymbole. Kreuz, Karo, Pik und Herz. Ne? Ach nein! Schaut euch das an! Ein rotes Kraut. Das hat echt Seltenheitswert. Muss man sagen. Direkt zusammenmischen hier. So, grün-rot. So muss das aussehen. Ha! Okay. Was ist hier jetzt noch? Ist noch eine Tür? Verschlossen. Unter dem Schlüsselloch ist ein Kreuz eingraviert. Viele verschlossene Türen hier. Nichts Besonderes. Können wir hier wenigstens rein? Da können wir rein. Okay. Was? Was war das denn jetzt nochmal hier? Okay. Ah, ein Verhörraum. Mir schwant hier irgendwie, ich weiß nicht, Böses. Aber Leon sagt erstmal nichts dazu. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid, wie wir hier weiter das Polizeirevier durchforsten. Es ist ja höchst spannend. Schaut mal, ein Schlüssel. Ja, ein kleiner Schlüssel. Ihr erinnert euch wahrscheinlich... Wir haben ja in der letzten Folge so einen kleinen Schreibtisch gehabt, wo man einen Schlüssel braucht. Da müssen wir den gleich einsetzen. So, auf dem Regal ist nichts Besonderes zu sehen.
War hier gar nichts? War hier nicht auch Muni oder so? Ist hier gar nichts? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Hier ist gar nichts drin. Hier ist nur der Schlüssel. Ein bisschen lame. Aber gut. Dann ist es halt so. Wir können ja schon weitermachen. Ne? Wir hängen jetzt nicht, weil wir haben ja noch das Story-Item. Und zwar diese Einhorn-Medaille. Da würde ich sagen, setzen wir die jetzt gleich mal ein. In der großen Haupthalle da. Weil, hier kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Nee, oder? Nee. Nee, nee, die sind alle... Schaut mal. Die Türen, die sind alle so farblich markiert, ne? Das ist höchst interessant, eigentlich. Womit es damit auf sich hat, sehen wir gleich. Duppeln wir erstmal zurück in die Haupthalle. Weil wir haben ja diese Einhornmedaille noch. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt, hat Resident Evil 2. Wirklich ein Meisterwerk. Ist wirklich auch mein Lieblings-Resident Evil. Und euer scheinbar auch. Von daher läuft das doch. Und ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, was denn passiert, wenn wir jetzt hier gleich die Einhornmedaille einsetzen. Das war ja hier vorne. Da hatten wir ja im ersten Part, als wir hier reingekommen sind quasi, haben wir ja hier dieses kryptische Zeug hier gelesen, ne? Ein alter Brunnen, da steht geschrieben. Um den Schlüssel zu bekommen, der dein Herz öffnet, warte ich auf das wunderschöne Einhorn. Ja, und wenn wir diese Einhornmedaille jetzt mal prüfen, irgendetwas ist auf der Rückseite eingraviert. Bitte führe mich zu der Jungfrau, die zu Stein erstarrte, als sie geduldig auf mich wartete. Na, klingelt's bei euch? Ich glaube, ihr könnt es euch denken. Wir müssen das Ding hier benutzen. So. Oh, schicke Cutscene. Unser erster Schlüssel. Das ist ja mal geil. Und es ist der Pick-Schlüssel. Und ihr seht... Der hat eine blaue Farbe, ne? So, geformt wie das Pick auf einer Spielkarte. Das ist ein blauer Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt auf der Karte alle blauen Türen quasi öffnen. Ja, ganz genau. Das heißt, wir kommen da oben weiter. Und hier unten haben wir noch einen Raum im linken Bereich. Das sieht doch echt gut aus, würde ich sagen. Gehen wir mal dahin. Wir haben das Medaillon da eingesetzt. Okay, es geht weiter. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wann wir hier zum ersten Mal jemandem begegnen. Außer Claire. Claire sind wir ja beim letzten Mal begegnet. Wird auf jeden Fall spannend. Die Vollheilung werde ich auch mal rausnehmen. Ich renne nur mit dem grünen Krautrum, das ist beabsichtigt tatsächlich. Weil ich halt in der Hoffnung bin, dann zeitnah irgendwie ein rotes Kraut oder einen Heilspray zu finden und dass mir kein Boss begegnet. Das ist auch, ja. Dann könnte es schwierig werden. Aber ich glaube erstmal nicht. So, hier. Die Schublade ist verschlossen. Schlüssel benutzen? Genau, den haben wir ja auch eben gefunden, ne, in dem einen Raum. Dann würde ich sagen, benutzt ihn. Schlüssel benutzt. Und was haben wir da drin? Schaut mal. Munition. 15 Schuss. Leer. Ja. Wo Jill im ersten Teil ihren Dietrich hatte, braucht Leon jetzt kleine Schlüssel. Ja, das ist... bei den Männern ist das immer ein bisschen komplizierter mit den Schreibtischen. Aber ja. Typischer Frauenbonus halt, ne? So, kommen jetzt hier wieder die Hände raus. Nee, das war hier gar nicht. Hier war die Stelle mit dem Licker. Uah, Gott. Dann können wir jetzt, wenn ich mich nicht verlaufen habe, hier diese Tür öffnen. Ha, ganz genau. So, mysteriöse Musik wieder hier. Okay.
Ein Archivraum also. Ich muss aber hier. Gibt's hier irgendwas für uns Interessantes? Tatsächlich. Ein Patrouillenbericht, Leute. Okay. Patrouillenbericht, 20. September, 21.30 Uhr. Bericht von Sergeant Neil Carlson. Wir erhielten eine Meldung über ein verdächtiges Individuum, das sich in der Kanalisation der Vororte von Raccoon City herumtreiben soll. Ich durchsuchte das fragliche Gebiet und fand das Individuum. Doch es floh, bevor ich es befragen konnte. Meinst du wirklich, du hast eine Antwort gekriegt? Du wärst eher aufgefressen worden. Aber gut. Ich konnte die folgenden Gegenstände sicherstellen. Eine kleinere Menge C4-Plastiksprengstoff. Einen elektronischen Zünder. 9mm Parabellum-Patronen. Und ein Nachtsichtgerät. Defekt. Ende des Berichts. Wozu brauchst du den Sprengstoff, Kollege? Was ist denn mit dir los? Akten über verschiedene Fälle, sonst nichts, was hilfreich sein könnte. Akten, okay. Ja, hier sind nur Akten drin, ne? Sprengstoff. Ein Kopierer. Okay. Sprengstoff hört sich ein bisschen krass an, aber müssen wir mal gucken. So, hier sind Filmrollen, so alte. Illustration. Das ist irgendwie so ein Filmarchiv, ne? Akten über verschiedene Fälle. Nichts was. Ja, okay. Was sind die Akten? Oh, schaut mal da oben. Das sieht doch interessant aus. Da sind Munitionspatronen und da oben. Da ist eine Kurbel. Die Kurbel kennen wir doch noch vom ersten Teil, ne? Würde ich sagen. Leon, schiebt das Ding. Was ist denn los mit dir? Zu schwer? Nee, Leon, bist du ein starker Mann. Du wirst es ja wohl schaffen, hier so eine Leiter zu schieben. So, ja, dann nimm die Kurbel. Genau. Klassisches Resident Evil Item. Wir müssen das nochmal prüfen. Das Ende ist eckig geformt. Jetzt haben wir die eckige Kurbel. Höchst interessant, ey, echt. Also die Kurbel. Wir wissen halt noch nicht, wofür wir die brauchen, ne? Sonst ist hier nichts. Gut, in diesem Raum gab es also nur die Kurbel. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch. Geht ja echt flott hier, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht. Wir haben ja schon mehr als die Hälfte des Reviers gesehen, oder? Wenn wir mal auf die Karte gucken. Ja, oben halt. Ja, doch. Es ist nicht gar nicht mehr so viel. Oh. Wir haben aber auch einen dritten Stock. Guck mal da. Das ist echt interessant. Boah, diese Mucke hier. Richtig gut. Und ja, nach wie vor an diesem Samstagabend. Samstagabend wäre traurig. Nee, Samstagabend. So, hier kam doch beim letzten Mal die Hände raus. Das sieht ja so beweglich aus, aber ich glaube, der Schreckeffekt, der war schon. Deswegen kommen die jetzt auch nicht mehr da raus. So, sagst du da irgendwas? Nee. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Spannend, spannend hier. So, das war ja hier und dann hier hoch, ne? Wartet mal, soll ich kurz Sachen aus der Kiste ableihen? Die Kurbel werde ich jetzt nicht brauchen. Ich denke mal, ich werde die Kurbel ablegen. Von Not können wir uns ja wiederholen. Ah, geil. Das Gute ist auch hier, einmal geplättete Zombies bleiben tot. So, ich habe gesagt, ich wollte ein bisschen Ordnung haben. Das heißt, hier ist dann überall die Heilung. Genau. Das kann ich mal nach da oben packen. Und das Fahrband dann hier unten hin. So. Einfach mal ein bisschen Ordnung halten hier. Ja, wobei, wir können eigentlich auch mal speichern. Eigentlich eine gute Idee. Wir können eigentlich mal speichern. Einfach mal, um den Flair dieses Spiels nochmal ein bisschen mehr auf euch wirken zu lassen. So, dann
benutzt die alte Schreibmaschine, Leon. Alles klar. Hau in die Tasten. Bams. Leon A. Zweite Speicherung. Dunkelkammer. Okay. Auf geht's, würde ich sagen. Hier haben wir nichts mehr verloren. Ja, gehen wir mal nach oben. Und gucken uns mal an, was da sich da hinter der Tür verbirgt. So. Bei Resident Evil gibt es manchmal auch ein... Also beim zweiten Teil gibt es manchmal auch längere Laufwege. Aber dafür gehen die Ladesequenzen deutlich schneller vorbei. Und es lädt schon ein bisschen schneller, das Game. So, gab es hier noch irgendwas? Nee. Es ist ja auch grafikmäßig eine Improvement, sage ich es einfach mal. Also eine Verbesserung zum ersten Teil. Gut, was klar ist, ne? Im Teil ein Jahr später oder zwei Jahre später gemacht wird, sieht der halt grafisch noch mal einen Ticken besser aus. So, vorbei am Stars-Büro. Kennen wir ja alles schon. Hier. Pick-Schlüssel benutzt. Ah. Dieser Schlüssel ist jetzt nutzlos. Ablegen. Jo. Und schon haben wir unseren ersten Schlüssel quasi fertig. Es waren nur zwei Türen. Ja. Ich will euch gar nicht lange stören. Verdammt. So. Das sind mir zu viele, deswegen habe ich da die Shotgun genommen. So, das sind echt extrem viele wieder. So, fallt bitte um. Sehr schön, Leute. Wunderbar. Okay. Boah, wieder so ein Haufen, ne? Schon wieder so ein Zombie-Haufen hier. Mein Gott. Schaut euch das an. Wie der eine da noch so zuckt, ne? Boah. Heftig. Ja gut, aber wenn die halt nacheinander alle hier, die ganzen Mitarbeiter... gebissen und verletzt wurden, ne? Dann ist das klar, dass hier so viele Zombies rumrennen. Boah, schaut euch die mal an, ey. Die zucken auch noch immer so gemein, ey. Ach, grausig. So, was haben wir denn jetzt hier? Boah, die Musik ist auch wieder so geil hier. So. Was haben wir hier denn? Ah, wartet mal, da steht vielleicht was. Diese Informationen sehen nicht sehr hilfreich aus. Okay, alles klar. Also brauchst du es nicht, Leon. Passt auch. Hier ist eine Sackgasse. Diese Türe ist zugenagelt. Sieht nicht so aus, als käme ich hier weit. Ist hier irgendwas? Munition oder so? Tatsächlich? Tatsächlich. Ha. 65 Schuss. Schon nicht schlecht. Gibt's da noch was? Nee. Oh, diese Musik hier, ey. Euch die an. Schon grausig, muss ich sagen. Boah, okay. Haben wir hier irgendwas? Nö. Ah! Schublade ist verschlossen. Nochmal ein kleiner Schreibtisch für dich, Leon. So, dann haben wir jetzt noch hier die Tür. Alles klar, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Eine Bücherei. Bewegliche Regale. Ein Schalter, um das Regal nach rechts oder links zu verschieben. Was? Wollen wir den Schalter benutzen? Ach, daran erinnere ich mich. Ist noch nichts, ne? Gibt keinen Strom anscheinend. Gibt es hier drinnen irgendwas für uns zu holen? In diesen Regalschächten hier? Ich glaube zwar nicht, aber... Leon hat keine Lust zu lesen. Ich bin auch nicht so die große Leseratte, muss ich sagen. Aber dennoch, von ihm hätte man es ja erwarten können. Gut, was haben wir hier? Oh!
Ein rotes Kraut da hinten. Hey, geil. Sehr schön. Direkt neben und mischen. Seht ihr das? Genau deshalb nehme ich immer nur ein grünes Kraut mit. Zack. Genau deshalb. Wunderbar. Unser zweites rote Kraut hier. Was ist hier? Wie war das jetzt nochmal? Viele dieser Bücher sind über Forschungsmethoden. Okay. Keines dieser Bücher scheint mir hilfreich. Ja, Leon hat keinen Bock zu lesen. Er ist ein typischer Mann. Nee, Quatsch. Es gibt auch Männer, die gerne lesen. Firmendaten in erster Linie von Umbrella. Okay. Ich meine, ich lese eigentlich auch ganz gerne. Ne? Aber halt nicht so dicke Schinken. Da habe ich irgendwie nicht die Ausdauer zu. Ich weiß nicht, habt ihr die Ausdauer? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr gerne liest. So, was machen wir denn jetzt? Genau, gehen wir mal hier hoch ins dritte Geschoss. Viele Bücher auf diesem Regal behandeln das Thema Chemie. Okay, Chemie also. Nix hier. Nix. Einfach nix. Okay. So, dann haben wir hier. Da ist auch. Keines dieser Bücher scheint hilfreich. Gibt's hier irgendwas? Gibt's hier irgendwas? Ah! Oh. Ach, Leute, bin ich zusammengezuckt. Seid ihr gemein, echt. Ah, oh, das war wieder ein typischer Resident Evil Schreckeffekt. Aber schaut mal hier. Wir haben hier der Stromschalter für das Regal. Willst du den Schalter benutzen? Ja. Hey. Jetzt haben die Regale auch Strom. Boah, wartet mal, ich muss mal gerade. So. Die sind immer so laut, die Schreckeffekte. Habt mal ein bisschen Nachsicht mit mir. Oh, schaut mal. Eine Bronzemedaille mit einem Bild drauf. Ah, guck mal da. Die sind angeordnet. Links, rechts und zweimal in der Mitte. Ich glaube, damit dürfte klar sein, was wir hier machen müssen. Ne? Wir haben hier ein links, ein rechts. Wartet mal, ich glaube, da muss ich... Wie war das? Der einen nach rechts auf jeden Fall. Der andere, glaube ich, auch nach links zu verschieben. Rechts. War das, glaube ich, so? Wie auf dem Bild da gerade, ne? Und auch nach rechts. War das so? Okay. Kann man da rein? Nö, kann man nicht. Ist jetzt hier irgendeine Muni oder so? Auch nicht. Da hat sich was geöffnet da gerade. Was haben wir denn da Schönes? Was ist das denn hier? Was ist das? Ein Läuferstecker. Okay. Können wir für den Moment erstmal gar nichts mit anfangen. Eine Art Stecker in Form eines Schachläufers. Läuferstecker. Interessant, ne? Ja, damit können wir... Wollen Sie den Schalter benutzen? Ja. Ach, da können wir es... Da können wir es wieder zumachen. Okay. Das habe ich gar nicht mehr gewusst. Krass. Cool. Wir haben einen Läuferstecker. Da oben war ja auch noch eine Tür, ne? Aber wisst ihr was? Ich werde erstmal hier hingehen. Weil wenn wir hier gleich sind... Hört euch das an. Wir sind in der Haupthalle und hier rennen jetzt Zombies rum. Zombies in der Haupthalle. Das ist auch höchst selten, würde ich sagen, eigentlich. Der ist tot, ne? Ist der tot? Tot. Aber ihr seht's, ne? Wir sind im zweiten Stock. Gut, Leon, dann ballern wir diesen Zombie über den Haufen da hinten. Ist er tot? Ich weiß es nicht. Nein, nein, natürlich steht er wieder auf.
Ja, bleib liegen. Ich höre da noch jede Menge Geschluffel. Oh, was haben wir denn hier? Jedenfalls gar nichts. Okay. Ach, wir sind schon wieder bei Minute 25. Das kann doch nicht wahr sein. Gut, aber erstmal mache ich das hier noch. ich würde sagen, wir erkunden gleich auch mal... Ah, da. Das zweite Geschoss. Du hast Hunger, ne? Die sind kaputt. Leon, los. Ist, glaube ich, sogar nur noch der eine, oder? Ja, da rennt noch einer rum. Schieß ihn doch kaputt jetzt. So. Aber schaut mal hier, was jetzt ganz wichtig ist eigentlich hier. Schaut mal das hier. Eine Notleiter. Wollen Sie einen Knopf drücken? Ja, mach mal. Guckt euch das an. Wir können uns hier eine Abkürzung bauen. Für den Gang nach oben. Hm. Richtig cool. Da können wir jetzt also sehr leicht das Stockwerk... Sehr leicht das Stockwerk wechseln. Das ist schon nice, muss ich sagen. Schon nice, ja. Der ist tot. Der ist nicht tot, was? Die versuchen einen immer zu verarschen hier, ne? So, haben wir es jetzt. Wir haben es. Okay, sehr gut. Haben wir hier noch irgendwas? Kann ich da hinten rein? Da könnten wir weiter erkunden, ne? Aber ich lasse das erstmal. Und würde gerne erst die dritte Etage erkunden, weil ihr wisst ja, die war nicht so groß, ne? Allerdings, liebe Leute, das sehen wir beim nächsten Mal erst. Die Folge ist schon wieder voll. Das ist ja wohl echt mal traurig. Und, ja. Dann würde ich mal sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier mit dieser Tür weitergeht, sind wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.